Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Buschkraft Goffdorf. Ich will heute mal den Tag nutzen, das schöne Wetter ausnutzen, um euch einfach mal ein wenig von meiner Gegend zu zeigen, in der ich lebe. Und wenn ihr Lust habt, darüber was zu erfahren, bleibt einfach dran. Bis gleich. Ja, und hier von Groffdorf-Gleiberg aus zeige ich euch gleich mal auch einen schönen Blick. Wenn man jetzt auf dem Weg zum Gleiberg ist, hat man hier einen wunderschönen Blick auf zwei Erhebungen. Das eine rechts ist der Dünsberg mit 495 Metern Höhe und links ist die Burg Fetzberg mit rund 235 Meter Höhe. Und auf diesem Dünsberg kann man sehr gut hochwandern, da ist ein Aussichtsturm drauf. Und auch auf den Fetzberg kann man hochlaufen und da kann man, ist es auch ein schönes Café, wo man sich mal niederlassen kann. So, hier hat man nochmal einen kleinen Blick über das Panorama. Hier üben ist dann die Gemeinde Rotheim, Bieber. Ja, und da hinten die Ecke zeige ich euch noch. So, von hier aus kann man schon mal einen kleinen Blick auf die Burg werfen. Aber ich gehe jetzt den Rundweg einfach mal weiter bis oben hin. So, wenn wir den Schwenk hier weitermachen, sehen wir hier die Gemeinde Heuchelheim. So, es gibt also zwei Wege, die hier raufführen auf die Burg. Einmal die Straße und dann hier der alte Burgpfad. Ja, wen das auch mal interessiert, der kann hier auch mal anhalten und sich das alles mal durchlesen. Hier steht alles mal ein bisschen drauf, wie das mit der Burg ist, wann die restauriert wurde und verschiedene andere Informationen. So, und das ist auch ein Teil vom Lahnwanderweg. Und hier kann man sich auch dann seinen Stempel abholen an dieser Stempelstelle. Und auf diesem ganzen Lahnwanderweg gibt es verschiedene Stempelstellen. So, und wir gehen jetzt hier mal den schönen, schmalen, kleinen Burgpfad hinauf. So, hier haben wir jetzt einen Blick auf die Katharinenkirche. Die wurde im 14. Jahrhundert, sagt man so, um das 14. Jahrhundert rum
errichtet. So, jetzt werden wir mal hier die Burg hochgehen. So, hier geht es jetzt zum Eingang rein. Hier war früher der Oberbrunnen drin, der Brunnen der Oberburg drin, weil die Tiefe hier unbekannt war. So, hier geht es jetzt erstmal ins Verlies. Blödsinnigerweise nur die Taschenlampe vergessen. Vielleicht sieht man ein bisschen was. Nicht viel, aber ein bisschen. Hier kann man noch vereinzelt sogar ein paar Säulen sehen. Ja, hier hat man natürlich auch schöne Ausblicke. So, hoch geht's. Ihr zählt die Treppen mit. Nein, Späßle braucht er nicht. Ich gehe schon mal hoch und zähle sie dann. Bis gleich. Thank you.
So, hier geht es jetzt nochmal rund. Mal der Philipsturm und äußere Befestigung. So, hier gehen wir noch mal kurz runter und schauen, machen noch mal einen Blick auf die Katharinenkirche. Ist allerdings leider montags immer verschlossen. So, und hier geht es jetzt wieder runter. Dann kann man von hier aus wieder runter ins Dorf laufen. Ja, ich hoffe, euch hat diese kleine Exkursion gefallen und bedanke mich, dass ihr wieder mitgekommen seid. War mal ein anderes Video, aber ich denke, sowas kann man ruhig auch mal machen. Also vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Bis dann, macht's gut. Ciao.